Das FBI schreibt regelmäßig Belohnungen aus für Informationen, die zur Ergreifung besonders gefährlicher Krimineller beitragen können. Für Tipps zu den größten Staatsfeinden der USA bietet die Behörde mehrere Millionen US-Dollar. Auf diesen Listen stehen Terrororganisationen und ihre Anführer. Doch letztes Jahr hat das FBI ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar auf eine ganz andere Gruppierung ausgeschrieben. Eine Gruppe, von der du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Conti. Conti ist die wahrscheinlich größte Erpresserorganisation im digitalen Raum, die wir bisher gesehen haben. Eine Organisation, die sich aufgebaut hat wie ein Konzern des Bösen. Dieser Konzern des Bösen hatte Angestellte, Teamleiter und einen mysteriösen Chef ganz oben an der Spitze, der seit über einem Jahrzehnt Raubzüge im Internet orchestriert. Dieser Konzern hat über 1000 Unternehmen und kritische Infrastrukturen angegriffen, auch in Deutschland. Insgesamt hat Conti mindestens 2 Milliarden US-Dollar erbeutet, vielleicht sogar noch viel mehr. Wenn man sich das mal vorstellt, wäre eine Bande durchs Land gezogen und hätte jede Bank und jede Firma erfolgreich erpresst, die es hier so gibt. Die Straßen wären voller Polizei gewesen und SEK. Was geschah im Internet? Conti kommt jahrelang völlig ungestraft mit seinen Raubzügen davon. Ermittler auf der ganzen Welt sind völlig chancenlos. Nicht zuletzt, weil alle Spuren nach Russland führen. Wenn ihr spannende Geschichten wie diese hier feiert, ist die App BookBeat vielleicht was für euch. Mit BookBeat habt ihr Zugang zu über 800.000 Hörbüchern und E-Books. Von Ratgebern über Krimis bis hin zu Sachliteratur. In der App könnt ihr die Geschwindigkeit anpassen, Lieblingsstellen markieren und bis zu 4 Familienmitglieder einladen. Ihr könnt euch die Hörbücher auch ganz easy herunterladen. Das legen wir allen ans Herz, die regelmäßig in den Funklöchern Deutschlands unterwegs sind. Passend zu diesem Video können wir euch das Buch Internet of Crimes des Journalisten und IT-Experten Gerald Reischl empfehlen. Er zeigt in seinem Buch diverse Formen von Cyberkriminalität auf. Die Masche von Conti ist auch dabei. Es geht außerdem um Cyberangriffe, die uns noch bevorstehen könnten. Stichwort selbstfahrende Autos oder Hacks im Weltall. Über den Link in der Beschreibung und mit dem Code SIMPLICISSIMUS könnt ihr BookBeat 2 Monate lang mit insgesamt 50 kostenlosen Hörstunden ausprobieren. Dieses Video basiert auf einer großartigen Recherche der Zeit. Lest euch den Artikel sehr gerne im Anschluss durch. Hello, this is a free call from Paula, Mahoning County Justice Center. Diese Ansage hören Kai Biermann und Carsten Polke-Majewski aus dem Zeit-Investigativ-Team jedes Mal, wenn sie über Wochen etliche Male mit aller Witte telefonieren. Sie erzählt den Journalisten letztes Jahr ihre Geschichte. Manchmal ist das Gespräch nur ein paar Sätze lang, bevor die Leitung wieder zusammenbricht. Denn sie sitzt seit 2 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA. Alla Witte ist eine Russin, 57 Jahre alt, bald 58, die aus Rostov stammt und schon in den 80er Jahren nach Riga gegangen ist. Und in Riga hat sie Mathematik studiert. Und anschließend ist Alla Witte dort Programmiererin gewesen und hat ein relativ einfaches Leben geführt. Witte hat über die Jahre schon in mehreren Ländern gelebt und als einfache Programmiererin gearbeitet. In den Niederlanden hat sie zum Beispiel Websites für Ärzte oder Bauunternehmen programmiert. Zuletzt lebt Witte in Suriname, einem kleinen Land in Südamerika. Ihr Visum läuft ab und eines Tages soll sie plötzlich ausgewiesen werden. Ihr wird ein Flug nach Europa gebucht, über Miami. Am Flughafen in den USA warten Ermittler des FBI auf Witte und verhaften sie. Ihre Ausweisung war eine groß angelegte Falle der amerikanischen Behörden. Warum betreibt das FBI so viel Aufwand für eine einzelne Person? Für die amerikanischen Behörden ist Alla Witte sowas wie eine Hacker-Queen. Die gefährlichste Person, die man sich vorstellen kann. Denn Alla Witte soll für Conti arbeiten. Das Geschäft von Conti ist Ransomware im ganz, ganz großen Stil.
Bei Ransomware-Angriffen wird eine Schadsoftware zum Beispiel in die IT-Systeme von Unternehmen eingeschleust. Bei dem Angriff verschlüsseln die Hacker wesentliche Teile der Systeme und Daten und machen sie so nutzlos. Nur wer ein Lösegeld zahlt, bekommt den Decryption Key und kriegt seine Daten zurück. Solche Angriffe können Konzerne über Wochen komplett lahmlegen und sie sogar gänzlich in den Ruin treiben. Große Unternehmen überweisen den Erpressern deshalb in ihrer Verzweiflung teils Millionen in Krypto. Die Erpresser machen oft zusätzlich Druck, indem sie sensible Daten und interne Dokumente der Unternehmen klauen. Die besorgen sie sich, während sie in die Systeme eindringen, um alles zu verschlüsseln. Dann drohen sie mit der Veröffentlichung der Unternehmensgeheimnisse, wenn kein Lösegeld bezahlt wird. Conti veröffentlicht auch immer wieder eiskalt interne Daten im eigenen Blog im Darknet. Hier prahlen sie auch mit ihren Opfern und machen sich über sie lustig. Conti erpresst erfolgreich Großkonzerne wie den japanischen Elektronikhersteller JVC Kenwood, den IoT-Giganten Advantech oder auch Delta Electronics, einen wichtigen Lieferanten von Apple und Tesla. Alawite ist nicht das Mastermind hinter diesen Angriffen. Nach ihrer Festnahme macht Conti einfach weiter wie gewohnt. Sie ist wahrscheinlich nur ein kleines Zahnrad in einer riesigen kriminellen Maschinerie. Die hatten Managementstrukturen, die hatten Hierarchien, sie hatten angemietete Büros, in denen Programmierer saßen, in denen sie jeden Morgen zur Arbeit gingen, ihre Arbeit erledigten und nach 8 Stunden wieder nach Hause gingen. Sie haben über verschiedene Plattformen, über kriminelle und auch nicht kriminelle Menschen rekrutiert für ihre Arbeit und funktionierten wie ein Konzern. Es herrscht strikte Arbeitsteilung. Manche kümmern sich um die Hacks der Unternehmen, andere um die hauseigene Conti-Ransomware. Wieder andere führen die Verhandlungen mit den Opfern. Es gab einen CEO, Stern. Es gab ein Management, eine Führungsebene. Es gab ein mittleres Management. Es gab Teamleiter, die die einfachen Programmierer angeleitet haben. Es gab den ganz klassischen Druck. Ihr müsst schneller sein, ihr müsst mehr arbeiten, seid nicht so faul. Es gab Gespräche über ganz normale Dinge, weil dort saßen ganz normale Leute und haben in ihren Augen einen ganz normalen Job gemacht. Aber Moment, woher wissen die Journalisten so viel über eine Organisation, an der sich Ermittler auf der ganzen Welt über Jahre die Zähne ausgebissen haben? Februar 2022. Alawite sitzt seit fast einem Jahr im Gefängnis. Auf der Programmiererplattform GitHub werden auf einen Schlag über 200.000 Chatnachrichten veröffentlicht. Alle auf Russisch. Der Inhalt ist bahnbrechend. Es ist die interne Kommunikation des Conti-Teams seit 2020. Der Zeitpunkt des Leaks ist kein Zufall. Dazu später mehr. Kai Karsten und ihre Kollegen machen sich jedenfalls umgehend an die Arbeit. Sie übersetzen etliche Nachrichten und werten sie aus. So können sie einzelne Personen und ihre Funktion bei Conti klar identifizieren. Ganz unten in der Hierarchie sind normale Angestellte wie Witte. Sie wurde von Leuten wie Michael, genannt Mango, eingestellt. Mango ist einer, der als Personalmanager aufgetreten ist, würde man hier sagen. Das heißt, der hat Gespräche geführt mit Leuten, die für Conti arbeiten wollten. Der hat Leute zugeordnet und hat sie eingesetzt und hat auch in gewisser Weise sich darum gekümmert, wie die arbeiten und wie sie bezahlt werden. Witte hat bei Conti vor allem Programme und Benutzeroberflächen programmiert. Ihre Aufgaben hat sie von Vorgesetzten wie Oleg K. bekommen. Ihn nennen alle nur Gabre. Gabre ist einer, der quasi ein Team geleitet hat. Das heißt, er war auf der technischen Ebene unterwegs, hat eine Art Entwicklerteam geleitet und hat dort einzelne Aufgaben betreut, Leuten auch Jobs zugewiesen. In einem Chat zwischen Mango und dem Conti-Boss Stern geht es auch um Wittes Festnahme. Zu Allah, ich habe Kontakte über Verwandte gefunden. Wir werden versuchen, sie als Opfer darzustellen. Sie hat einen Job im Internet bekommen, sie wusste nicht, was sie tat und mit wem sie arbeitete. Wenn die Jungs uns nicht im Stich lassen, holen wir sie raus und sorgen dafür, dass sie möglichst wenig bekommt. Ich halte dich auf dem Laufenden. Am Ende ist nichts passiert. Sie wird, offensichtlich, von Conti im Stich gelassen. Die Chats zeigen noch mehr, wie wahnsinnig skrupellos die Gruppe wirklich ist. Oktober 2020. In Deutschland wird nach dem ersten Sommer mit Corona der Lockdown Light angekündigt. Kinos, Fitnessstudios und Clubs machen dicht. Restaurants dürfen Essen nur to go ausgeben. Die USA sind schon mitten in der dritten Corona-Welle.
Mehr als 200.000 Menschen sind bereits gestorben. Die amerikanischen Krankenhäuser sind hoffnungslos überlastet. Für Conti die perfekte Gelegenheit, Hunderte von ihnen zu erpressen. Du siehst, wie schnell die Krankenhäuser schreiben. Bei den anderen dauert es Tage, bis man eine Antwort erhält. Das Büro erstellt gerade einen Bericht darüber, wie viele Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in den USA heute angegriffen werden. Als Antwort kriegt er ein Smiley. Lass uns diese Woche Krankenhäuser in den USA f***en. Das wird Panik geben, 428 Krankenhäuser. Für Conti sind die US-Krankenhäuser ein ideales Ziel. Gerade für sie ist es extrem wichtig, so schnell wie nur möglich wieder an ihre gesperrten Daten zu kommen. Wenn ein System nicht mehr funktioniert und die Ärzte und das Pflegepersonal nicht mehr auf die Krankenakte zugreifen können, dann wissen sie vielleicht im Detail nicht mehr, welche Medikamente gegeben wurden, welche gegeben werden müssen, wie der Krankheitsverlauf schon war, was geplant ist für den nächsten Schritt, was nach dem Schichtwechsel zu tun ist. Das heißt, so ein Krankenhaus ist sehr schnell unter massivem Druck und einfach nicht mehr handlungsfähig. Conti schreckt vor wirklich nichts zurück. 2021 greifen sie das gesamte irische Gesundheitswesen an. Neben Krankenhäusern erpresst Conti in den USA erfolgreich zahlreiche Lokalregierungen. Die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden erklären Conti zu einer der größten Gefahren für die innere Sicherheit der USA. Da fragt man sich, wer legt sich so schamlos mit dem mächtigsten Land der Welt an? Um das zu verstehen, müssen wir kurz in die Vergangenheit reisen. Die Geschichte fing auch für uns an mit einem jungen Russen, der sich selber Slavik nannte. Der hat in jungen Jahren, er war Anfang 20, ein Programm geschrieben, um sich von Leuten überall auf der Welt Kontodaten zu erschleichen. Das ist 2007. Slaviks echter Name ist Jewgeni Bogatschow und sein Programm heißt Zeus. Zeus ist ein brillanter Trojaner. Sobald er sich in einem Rechner einnistet, macht er erstmal gar nichts. Aber immer wenn jemand an diesem Rechner seine Kontodaten aufrief und eingab, dann hat dieses kleine Programm die mitgeschnitten und hat sie an Slavik geschickt. Und der konnte sie anschließend nutzen, um sich in dieses Konto einzuloggen und es leer zu räumen. Slavik hat eine Idee, wie er mit Zeus noch mehr verdienen kann. Der Trick, der das Ganze zu einer weltweiten Epidemie machte, war, dass Slavik dieses Programm vermietet hat. Er hat es über kriminelle Foren beworben. Und dann konnte man sich das von ihm runterladen, wenn man ihm dafür eine Gebühr zahlte. Und so führte das dazu, dass in relativ kurzer Zeit weltweit Millionen Rechner damit angegriffen wurden. Und Slavik viel Geld verdiente. Doch Slavik zieht das nicht alleine durch. Er hat ein Team, den sogenannten Business Club. Einer seiner engsten Mitarbeiter und rechte Hand ist niemand Geringeres als Stern. Das Mastermind, das später Conti gründen wird. Wir wissen leider nicht genau, wann die Beziehung dieser beiden Russen begann. Wir wissen, dass sie zu einer Zeit, als Slavik mit Zeus Geld verdiente, sich kennenlernten und anfingen zusammenzuarbeiten. Sie optimieren Zeus immer weiter. Sobald sich Rechner mit Zeus infizieren, sollen sie vom Nutzer unbemerkt wiederum eigenständig weitere Rechner infizieren. Und immer so weiter. So eine digitale Zombie-Armee nennt man Botnets. In diesem Fall ein Botnetz für das Stehlen von Kontodaten. Dadurch kann man durchaus sagen, dass das so der erste flächendeckende Bankraub war, der die Welt betraf. Die waren Weltmarktführer, ja, mit ihrem kriminellen Startup in ihrer kleinen Nische. Slavik, Stern und der Business Club verdienen mit Zeus Millionen. Das FBI hat Slavik damals zum meistgesuchten Hacker der Welt erklärt. Für ihn sind bis heute 3 Millionen Dollar Belohnung ausgeschrieben. Doch Slavik ist nie untergetaucht. Er dreht weiter ganz entspannt Runden mit seiner Yacht auf dem Schwarzen Meer und dokumentiert sein unbeschwertes, luxuriöses Leben. Scheinbar völlig ohne Angst davor, gefasst und ausgeliefert zu werden. Den Polizeibehörden gelingt es parallel immerhin immer wieder, das Zeus-Botnetz zu stören. Doch die kriminellen Entwickler bringen schneller Upgrades heraus, als die Behörden hinterherkommen. Eines dieser Upgrades ist Game Over Zeus. Genau diese Version des Trojaners liefert 2011 eine mögliche Antwort, warum Slavik sich so sicher fühlt. Forscher, die dieses Programm analysiert haben, konnten sehen, dass es offensichtlich dazu benutzt wurde, zu spionieren. Diese Forscher entdeckten zum Beispiel, dass innerhalb von Game Over Zeus
Schlagworte gesucht wurden. Dass also irgendwer, der das kontrollieren konnte, nach ganz spezifischen Begriffen suchte und diese Begriffe dienten dazu, geheime Dokumente zu erlangen. Aus der Türkei, aus Syrien, auch aus der Ukraine. Offenbar also gab es irgendwen mit staatlichem Interesse, der es für Spionage nutzte. Geheime Dokumente also aus Syrien, der Ukraine. Alles sehr wertvoll für das russische Regime. Es gibt keine eindeutigen Beweise, dass ein russischer Geheimdienst den Trojaner benutzt hat. Aber klar ist, die kannten diese Leute und die kennen diese Leute. In Russland passiert nichts in dieser kriminellen Szene, ohne dass der Staat es weiß. Diese Menschen, die diese Fähigkeiten haben, solche Software zu programmieren, werden sehr genau beobachtet. Der Deal ist nur in Russland, solange du dem Westen schadest und Russland in Ruhe lässt, kannst du das gerne tun. Und der FSB und der GRU und andere Geheimdienste haben überhaupt kein Problem damit, wenn du dabei Millionär wirst. Deshalb konnte Slavik wahrscheinlich ungestört seine digitalen Raubzüge durchziehen. Er hat sich 2011 anscheinend dennoch zur Ruhe gesetzt und als Abschiedsgeschenk den vollständigen Quellcode von Zeus ins Netz gestellt. Er wurde bis heute nicht gefasst. Das Game Over Zeus Botnetz wurde 2014 von US-Behörden zerschlagen. Für Stern ist das alles noch mehr Ansporn. Stern ist offensichtlich ein Mensch, der mehr wollte, als nur ein paar private Nutzer abzuzocken. Der wirklich reich werden wollte. Und er hat darauf gedrängt, dass diese Kontodaten-Klau-Software ausgebaut wird, dass sie stärker verbreitet wird, dass sie mächtiger wird, dass sie mehr kann, dass damit noch mehr Leute angegriffen werden können. Stern verbessert Slaviks System. Er räumt nicht mehr nur die Konten von Privatleuten leer, sondern auch von Unternehmen. 2015 klaut er zum Beispiel 5 Millionen Dollar von einem Konto, mit dem die Fluggesellschaft Ryanair ihren Sprit bezahlt. Doch dann hat er die Idee. Warum jedes Konto einzeln leerräumen, wenn man die Unternehmen auch zwingen kann, das Geld selbst zu überweisen? So entsteht Conti. Ein Konzern, der sich nur auf westliche Ziele konzentriert und nur im Westen wütet. Die Conti Schadsoftware hat einen ganz besonderen Schutz integriert. Entdeckte Conti eine russische Tastatureinstellung, hat es sich abgeschaltet. Von selbst. Hat jemand in den Lösegeldverhandlungen, die man mit der Gruppe führte, auf Russisch geschrieben und sie kamen dahinter, dass dort Russen sitzen, haben sie sofort die Rechner freigeschaltet, sich entschuldigt und sind gegangen. Nur so ist Conti in der Lage, so groß zu werden und ungestört von Büros in St. Petersburg aus Verbrechen zu begehen. Die USA können nur mit unglaublichem Aufwand kleine Fische wie Alawite ins Netz locken. Die Köpfe an der Spitze kriegen sie aber nicht. Die Organisation ist wie zuvor Slaviks Business Club unter dem Schutz des russischen Staates nahezu unangreifbar. Ein Win-Win für die Verbrecher und für das Regime, das seine erklärten Feinde geschwächt sehen will. Die gewählte Föderationsversammlung von Russland hat dieses Jahr sogar diskutiert, Kriminellen ganz offen Immunität zu gewähren, wenn sie im Interesse des russischen Staates hacken. Letztlich zerbricht Conti dennoch. Ironischerweise wird der Hacker-Mafia genau ihre Treue zu Russland zum Verhängnis. Es ist der 24. Februar 2022. Russland fällt in die Ukraine ein. Nur wenige Stunden nach Kriegsbeginn werden die 200.000 internen Nachrichten von Conti geleakt. Sie legen die vollständige Struktur des Hackerkonzerns offen. Conti hat sich öffentlich für den Krieg ausgesprochen. Die haben auf ihrem Blog einen Post veröffentlicht und gesagt, wir kämpfen an der Seite Russlands gegen die Ukraine. Was offenbar dazu führte, dass andere Menschen aus dieser Szene, die Ukrainer waren, das Gefühl hatten, das ist nicht mehr ihre kriminelle Gruppe. Stern ahnt zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon, dass er damit den Bogen überspannt. Er wird vor allem ukrainische Conti-Mitglieder gegen sich aufbringen. Vielleicht ist es ihm aber auch wegen vorangegangenen kleineren Leaks zu heiß geworden. So oder so erreicht die Conti-Mitarbeiter schon 3 Tage vor Kriegsbeginn diese Nachricht. Wir haben eine schwierige Situation. Zu viel Aufmerksamkeit von außen auf das Unternehmen hat dazu geführt, dass der Boss offenbar beschlossen hat, sich zurückzuziehen. Stern ist untergetaucht. Alle Mitarbeiter sollen Urlaub nehmen und ihre Spuren im Netz verwischen.
Doch damit ist bei Conti nicht komplett das Licht aus. Im April starten Mitglieder einen Angriff auf ein ganzes Land, auf Costa Rica. Direkt nach der Präsidentschaftswahl sind etliche Behörden und Ministerien aufgrund der Angriffe arbeitsunfähig. Das Land muss den Cybernotstand ausrufen. Die Gruppe will unbedingt den Anschein wahren, weiter aktiv zu sein. In Wirklichkeit erhalten sie seit Kriegsbeginn wohl keine Zahlungen mehr. Viele westliche Unternehmen riskieren es lieber, kein Lösegeld an Conti zu bezahlen, als die umfassenden Sanktionen gegen Russland zu verletzen. Conti veröffentlicht also einfach ältere Angriffe in ihrem Blog. Im Mai 2022 gibt es schließlich nur noch eine Handvoll Posts. Im Juni geht der Blog vollständig offline. Die Conti-Führung soll diese Zeit nach Kriegsbeginn genutzt haben, um sich neu aufzustellen. Doch der Name Conti ist verbrannt. Die Idee des großen zentralen Konzerns wird aufgegeben. Die Mitglieder teilen sich mutmaßlich in kleinere kriminelle Gruppen auf. Die arbeiten zwar dezentral, können sich für größere Operationen aber zusammenschließen. Auch im Ukraine-Krieg sollen sich ehemalige Conti-Mitglieder an Cyberangriffen beteiligen. Vielleicht sogar im direkten Dienst des russischen Staates. Neben aller Witte ist nur ein weiterer kleiner Angestellter von Conti in einem US-Gefängnis gelandet. Von Stern fehlt bis heute jede Spur. Auch die Beute ist weg. 65.000 Bitcoin. Bei Contis Rückzug waren diese deutlich über 2 Milliarden US-Dollar wert. Es gibt Dutzende dieser Gruppen, die solche Ransomware versuchen zu verteilen. Das sind nicht einfach so ein paar Leute, die miteinander reden und ein paar böse Programme geschrieben haben, sondern man kann sehen, dass es richtig eine Struktur gibt. Diese Bedrohung durch diese Gruppen ist so groß, dass Sicherheitsbehörden und Strafverfolger sagen, wir fürchten, wenn wir nicht gezielt und konzentriert und alle zusammen etwas dagegen tun, dann kann es zu einem Punkt führen, an dem solche Gruppen in der Lage sind, unsere Infrastruktur lahmzulegen, und zwar auf eine Art, die uns wirklich schädigen wird. Ransomware-Angriffe stellen eine der größten Cyberbedrohungen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft dar. So schreibt es das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 2 von 3 mittelgroßen Unternehmen aus 31 Ländern waren 2021 laut einer großen Umfrage von Ransomware betroffen. Seit Jahren werden es immer mehr Attacken. Die meisten kommen aus Russland. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Ransomware nicht nur so weit verbreitet ist, weil es viel Geld einbringt. Die Erpresser müssen sich auch nicht wirklich vor Konsequenzen fürchten, denn ein verbrecherisches Regime hält schützend die Hand über sie. Man muss sich das mal klar machen. Wenn ein deutscher Mittelständler kollabiert, weil er das Lösegeld für die eigenen Daten nicht zahlen kann, ist das ohne Übertreibung auch das Resultat jahrelanger russischer Aggression. Cheers.